So, also ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel. Wir freuen uns auf dieses Match. Da geht's ja schon los. Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona. Muss man sehen. Mal schauen, was das für ein Abend wird. Ich grüße euch zu Hause. Wir sind bereit für ein wunderbares Spiel hier im Dortmunder Stadion. Wir melden uns heute wie immer mit dem Doppelkommentar Florian Schmitz-Sommerfeld und Jan Platte für euch am Mikrofon. Dann geht's los, die neue UEFA Champions League Saison. Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona. Der erste Spieltag ist für beide natürlich von großer Bedeutung. Schließlich gilt es, eine gute Grundlage zu legen für den weiteren Verlauf in diesem Wettbewerb. Und das tut man im besten Fall mit einem Erfolgserlebnis. Die Aufstellung von Borussia Dortmund. Der Torwart Gregor Kobel. Waldemar Anton spielt mit Nico Schlotterbeck in der Abwehr. Julian Brandt steht mit Marcel Sabitzer auf den zentralen Positionen. Und im Angriff haben wir Serhou Guirassy. Schauen wir auf die Startelf des FC Barcelona. Wir sehen ein 4-5-1, das sie für gewöhnlich sehr offensiv interpretieren. Sie sind sehr laufstark, wollen immer wieder im Mittelfeld Überzahlsituationen schaffen, um dem Gegner so große Probleme zu bereiten. Der BVB eröffnet also mit dem Anstoß diese erste Hälfte. Dani Olmo. Lewandowski. Jetzt könnte er flanken. Dann Balde. Für Barca. Und dann Dani Olmo. Robert Lewandowski. Das ist wieder Lewandowski. Lewandowski. Sehr gut zugemacht. Brandt. Ja, gutes Tackling. Gut reingehauen. Lewandowski. Dani Olmo. Und versucht Starter. Jetzt gibt es hier die Ecke. Und Pedri bringt die Ecke. Die Klärung ein bisschen halb gar noch gefährlich. Ja, gut aufgepasst und der Ball gewinnt. Das ist Brandt. Hier den Ball mit der Hand. Und den macht er. Sie beloben sich sofort. Da ist das 1-0.
ganz entscheidend bei diesem Tor. Wir sehen es hier in der Wiederholung, natürlich das erfolgreiche Pressing. Sie gewinnen die Kugel und dann ist der Weg kurz zum Glück. Das machen sie in letzter Instanz richtig gut. Also der FC Barcelona, jetzt mal richtig gefordert. Jetzt liegen sie hinten und müssen jetzt kommen. Bayer. Aus der Distanz aber mal drauf gehalten. Ja, und die Wolves hier weiter. Knappe Führung reicht ihnen nicht. Wir haben fast hätten sie nachgedacht. Ja, wir haben ein gutes Gespür, finde ich, Schmiso. Die merken, wir sind so überlegen. Wir sind so drin in diesem Spiel. Und es ist für mich eine Frage der Zeit, bis sie das nächste machen. Sehr gutes Tackling, stark gemacht. Davidson. Und wenn es jetzt schnell geht, dann wird es hier gefährlich. Die Abwehr braucht da, ist immer noch nicht gut formiert. Ja, das war so geil gemacht. Rami Benzibaini. Ja, da ist er erstmal vorbei getrennt. Casado. Waldemar Anton. Na, jetzt verliert der BVB hier den Ball. Casado. So, Barcelona, jetzt im letzten Drittel. Das könnte jetzt der Ausgleich werden. Der geht weit. Bino Gittens. Schlotterbeck. Marcel Sabitzer. Sabitzer. Julian Riasson. Ah, und dann haben sie den Ball. Wenn sie bei Ihnen. Serhou Guirassy. Rafinha. Robert Lewandowski. Schlotterbeck, sein Block. Setzt sich da durch. Steht da perfekt im Weg. Marcel Sabitzer. Serhou Guirassy. Rami Benzibaini. Ja, erstmal der Block. Also er scheint heute unüberwindlich. Ne, und damit ist Ende für den Angriff gut geklärt. Gut, wie sie hier den Ball holen. Olmo. Edri. Dani Olmo. Es gibt Einwurf FC Barcelona. Vielleicht jetzt die Chance zu flanken. Die Chance zum Ausgleich. Torwart, sehr gut gehalten.
nehmen die kurze Variante. Und den hält er fest, den Ball. Jamie Bino Gittens. Ne, da ist er weg, der Ball. Sehr ballsicher, technisch sehr sauber. Dani Olmo. Bayer. Maximilian Bayer. Das sieht nach einem guten Angriff aus. Mal gucken, was das wird. Nee, da kommen sie nicht vorbei. Olmo. Robert Lewandowski. Da ist Platz auf aus. Jetzt die Chance zu flanken. Alejandro Balde. Riesenchance jetzt. Zum Ausgleich. Der Film der Torschütze Robert Lewandowski. Entstehung des Tores nochmal. Erst der Rückpass und dann, er steht mal wieder perfekt, ist es Robert Lewandowski, der den Ball aus der Entfernung natürlich reinmacht. Spielstand 1-1, alles offen, weiter geht's. Rami Benzebaini. Sabitzer. So, bis dahin gut gespielt. Jetzt brauchen sie den tödlichen Pass. Matcher. Julian Riasson. Da könnte was gehen mit der Flanke. Und der Befreiungsschlag. Sieht da vorne und ganz knapp kein Tor. Aber es fehlt nicht viel und ich denke, viele hier haben schon gedacht, der geht rein. Robert Lewandowski. Rafinha. Vielleicht jetzt die Hereingabe. Perfekt verteidigt, nah am eigenen Tor. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da müssen sie dranbleiben, noch nicht gut geklärt. Lewandowski. Ganz geduldig hier. Den Pass spielen, spielen. Das ist eine starke Parade. Gut. Anton. Seine Laufarbeit zahlt sich hier aus. Hoher Ballgewinn. Ist ausgefaustet. Alles wieder gut. Felix Metscher. Bino Gittens. Ja, es ist Brandt. Und versucht zu haben. Und kann hier den Ball mit der Faust aus der Gefahrenzone bringen. Robert Lewandowski. Alejandro Balde. Und der Pass ist abgefangen. Gut gemacht. Ball ist nicht im Aus. Und jetzt kriegen sie vielleicht die Chance. Das war eine richtig gute Chance. Lassen Sie hier liegen.
ist der Ball vom Keeper. Pedri. Rafinha. Dani Olmo. Das ist ein Ball für Robert Lewandowski. Sie lauern weiter. Es ist so ein Abwartespiel. Angriff, Abwehr. Jamie Bino Gittens. Girassi. Und weg ist der Ball. Lewandowski. Robert Lewandowski. Das ist wie Spanien zu seinen besten Zeiten. Das sieht richtig nach Tiki-Taka aus. So, dann ist Pause hier im Dortmunder Stadion. Das Spiel heute von Robert Lewandowski vor der Pause. Er macht bislang. Und jetzt also Anstoß zum zweiten Durchgang im Stadion des BVB in Dortmund. Rafinha. Dani Olmo. Fahne ist oben, ist abseits. Es sieht nicht schlecht aus, Borussia Dortmund unterwegs. Er sah gar nicht schlecht aus, aber so endet dieser Angriff. Lewandowski. Na, Dortmund verliert hier den Ball. Rafinha. Das ist ein super Ball hinter die Kette. Vielleicht jetzt flanken. Und im eigenen Strafraum dann den Ball zurückgeholt. Marcel Sabitzer. Nico Schlotterbeck. Jamie Bino Gittens. Maximilian Bayer. Nee, den hat er nicht gut gespielt. Ball weg. Pedri. Anton. Julian Brandt. Girassi treibt den Angriff an. Und dann doch gut gelöst. Die Abwehr früh beseitigt die Gefahr. Lamine Yamal. Olmo. Olmo, die Chance. Da machen sie fast das Tor. Marcel Sabitzer. Girassi. Brandt. Ja, sie haben ein bisschen Platz, sie haben ein bisschen Zeit zum Kontern.
Lamine Yamal. Ja, gerade Passsicherheit im Fokus. Immer wieder die kleinen, schönen, kurzen Pässe. Ja, sie sind schon nah am Tor. Aber wird es jetzt auch mal gefährlich. Julian Riasson. Bayer. Die ist vorbeigezogen. Gute Aktion. So, Ball ausgeforstet. Aus der Aktion. Es ist ein wunderbar unterhaltsames Fußballspiel. Genau so hat man das gerne. Aus neutraler Sicht. Chancen auf beiden Seiten. Das macht einfach Spaß. Olmo. So, und da kommt jetzt mal Barcelona. Lamine Yamal. Oh ja, da lag gut was drin in dem Schuss. Also zumindest so vom Tempo her. Präzision reden wir nochmal drüber. Ja, da bin ich komplett bei dir. Warum nicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen präziser? Den Ball eigentlich nicht verlieren. Jetzt nach hinten umschalten. Jetzt können sie Führung gehen. Super gehalten. Also beide Mannschaften jetzt mit wechseln. Die Ecke kommt von Pedri. Die Chance ist erstmal vorbei. Riesenchance, jetzt in Führung zu gehen. Ja, das ist stark. Wenn du im Strafraum so hingehst, sehr gut. Jetzt hat Frenkie de Jong Platz auf außen. Ja, Ansatz war gut, aber Ball ist weg. Robert Lewandowski. Nicht groß was auf hier im Stadion, aber ehrlich, von da abzuziehen, sieht man nicht häufig, oder? Und, ja, das Ergebnis spricht für sich. Julian Brandt. Netscher. Borussia Dortmund schiebt hier nach vorne. So, wir sehen es jetzt. Wechsel beim FC Barcelona. Kurzer Blick auf die Uhr, hier sind noch 20 Minuten übrig. Alejandro Valde. So, der Ball ist weg. Brandt. So, und jetzt drücken Sie das Gaspedal durch. Ah, da ist der Ball weg. Das sah eigentlich in einem guten Konter aus. Wird nichts draus. So, sie drücken hier Spiel durch. Zumindest mal bis zum Schlag. Kommen sie jetzt auch rein. Der BVB braucht dieses eine Tor. Die Fans geben alles. Sie pushen ihre Mannschaft jetzt noch mal nach vorne. Sensationell, die Stimmung hier. Da ist es Rafinha. Lewandowski. Wichtiger Block. Oh, das ist abseits. Timing passt nicht ganz. Und für mich in erster Linie das Timing des Passgebers. Hätte der noch einen Tick gewartet,
Da ist kein Abseits. Maximilian Bayer. Marcel Sabitzer. Julian Riasson. Sabitzer. Und dann Malen. Ball kommt genau zentral, kein Problem für den Keeper. Dani Olmo. Gavi. Olmo. Lewandowski. Gut den Körper reingestellt und den Ball geholt. Schafft der BVB doch noch den Sieg? Die Fans glauben nach wie vor dran. Das wird noch mal richtig laut hier. Und sie kommen noch mal. Vielleicht schon das letzte Mal Richtung Tor. Geht noch was? Geht noch die Führung? Boah, ist das eine Schlussphase. Immer noch Remis. Aber auch nur, weil der Keeper richtig einen auspackt. Fantastische Parade. Aber hier wird noch einiges passieren, sage ich dir. Da kommt noch was. Und der Eckball kommt. Immer noch gefährlich. Dani Olmo. Rafinha. Bisschen Platz. Kommt die Flanke. Lord immer noch gefährlich. Lewandowski. Dani Olmo. Und dann Rafinha. Ja, gefällt mir gut, wie sie hier den Ball holen. Donnel Mahlen. Julian Brandt. So, und Dortmund geht noch mal ins Risiko. Kriegen sie noch die Chance auf den späten Siegtreffer? Und da können sie klären zum Einwurf. Vielleicht der Ball in die Mitte. Donnel Mahlen. Und es gibt nochmal Ecke für den BVB. Vielleicht die Chance auf den späten Treffer. Und kurz gespielt. Und Julian Brandt. Starker Zweikampf in der Box, gut gelöst. Sehr dominant der FC Barcelona in der letzten Viertelstunde in puncto Ballbesitz. Gut möglich, dass das sogar noch klappt mit dem späten Siegtreffer. Gavi. Dani Olmo. Das ist eine starke Parade. Donnel Mahlen. Sie kommen schon wieder, sind schon wieder tief in der gegnerischen Hälfte. Ist das jetzt die eine Chance auf den Sieg? Gut, den Ball gehalten. Olmo. Mann zu Vater. Dani Olmo. So, haut mal drauf. Und steht da perfekt im Weg. So, und jetzt ist Schluss mit einem Unentschieden.
als Erster am Punkt. Wenn du den Anfang machst, natürlich. Und scheitert am Torwart. Und hält diesen Ball. Und drin. Und der Druck ist jetzt natürlich brutal. Hält den Ball. So in den Winkel. Also gekonter kannst du den nicht verwandeln. Ja, stark verwandelt. Unten im Eck schlägt er ein. Macht diesen Elfmeter. Übernimmt diese riesige Verantwortung. Der Elfmeter. So wichtig. Und verwandelt. So, ein Tor fehlt zum Sieg. Kannst du diesen Druck da unten auf dem Rasen ausblenden? Halten jetzt die Nerven. Und er ist drin!